Yo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Aria Lee. Mein Name ist Jay Samuels. Und das ist ein Podcast. Und das hier ist ein Intro. Genau, in dem Podcast, den ich gerade bereits beschrieben habe. Namens der eigentlich ganz gute Podcast. Was habe ich gerade gesagt? Was war das? Nein, wirklich, was? I don't know. Was habe ich gerade gesagt? Ich war kurz nicht in meinem Körper drin. Mm. Ja, es war ganz kurz irgendwas anderes. Der Autopilot. Hattest du das schon mal, dass du im Autopilot warst? Dass ich im Autopilot war oder dass der Autopilot? Was? Was hast du gefragt? Keine Ahnung. Dein Mund? Was war denn deine Frage? Ich habe gefragt, ist dir das wirklich schon mal passiert, dass dein Körper einfach so Sachen gemacht hat, ohne dass du dir bewusst war? Bei mir passiert das ziemlich oft. Definitiv. Definitiv. Okay. Ich glaube, bei mir definitiv. Ja. Ich meine, ich habe dir mal Backpulver und einen Rasierer gegeben. Haben wir das jemals erzählt? Ich weiß es nicht. Einmal habe ich bei Aria übernachtet und er hatte mir am Abend vorher gesagt, weil ich meinte so, ich muss mich noch rasieren. Ja, ich habe ein bisschen Bartwuchs, auch wenn es niemand glaubt. Und ich meinte so zu ihm, yo, kannst du mir morgen irgendwie Rasierzeug geben? Er so, ja, easy. Dann am nächsten Morgen, ich wecke ihn so, ich so, yo, Aria, er war so richtig verschlafen. Ich so, yo, Aria, kannst du mir bitte das Rasierstuff geben? Er so, ja, ja. Dann er geht so richtig verschlafen, halb schlafwandlungsmäßig, geht er raus und kommt so zurück und gibt mir einen Rasierer und Backpulver in die Hand und legt sie einfach wieder ins Bett. Und ich habe das so lange angeguckt, ich war so, ist da was, was ich nicht verstehe? Und ich habe wirklich kurz darüber nachgedacht, ob man sich vielleicht irgendwie das damit anrühren muss oder so. Weil ich dachte... Macht man das so im Iran so? Dachte ich, ohne Spaß, ich dachte das wirklich. Also nicht zwingend im Iran, aber vielleicht einfach so, ist das eine Methode, die ich nicht kenne, dass man irgendwie Rasierschaum mit Backpulver anmischen kann. Die Wahrheit war im Endeffekt, dass Aria einfach nur, wenn er schläft, nicht mitbekommt, was er macht. Und zumindest eine Hälfte seines Auftrages erfüllt hat. Ey, ich hatte dich 50% näher zum Ziel gebracht. Ja, das stimmt. Ich weiß zwar bis heute noch nicht, was passiert, wenn man Backpulver auf sein Gesicht drauf trägt. Ich auch nicht. Vor allem... Vielleicht ist es ja sogar was voll Gutes, aber wir wissen es halt nicht. Ich glaube, ich wüsste in meiner Wohnung gerade nicht mal, wo ich das Backpulver habe. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass Backpulver und Rasierer in der gleichen Nähe waren. Weil scheinbar hast du ja die Möglichkeit gehabt, nach beiden zu greifen. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Okay, schau mal. In der alten Wohnung hatten wir doch so eine Abstellkammer. Ja. So eine kleine, und generell der Platz war ja in der gesamten Wohnung eng. Das heißt, da wo Platz war, mussten halt so Sachen einfach hin. Ja. Und in dieser Abstellkammer gab es halt so alles, was wir auf Vorrat hatten. Mhm. Und da gab es dann halt so Einwegrasierer und halt auch Backpulver im Regal. Ja. Bisschen so einfach, so als würdest du, ich meine, Rewe gibt es auch, oder in DM gibt es auch Backpulver und Rasierer. Aber in verschiedenen Abteilungen. Und bei uns war es in verschiedenen Regalen. Ich verstehe. Ich versuche immer noch so den Gedankengang nachzuvollziehen, wie es mich so danach dazu geführt hat. I don't know. Ich weiß nur, dass generell, wenn du schläfst, neigst du ja dazu auch so. Wir haben ja auch schon mal komplette Unterhaltungen geführt, wo du im Schlaf so Sachen geantwortet hast, die überhaupt keine Relevanz hatten zu irgendwas. Oh Mann. Ja, ist auf jeden Fall eine gefährliche Sache. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jemals Kinder haben sollte. Hm. Papa, kannst du? Ja. Aber Telefonate habe ich auch schon im Halbschlaf geführt und so dann im Nachhinein so gehört, ich habe scheinbar irgendwie Stuff gelabert und ich erinnere mich null daran. Krass. Ja, ist hart so, wenn du, weiß ich nicht, als Geheimagent irgendwo arbeitest oder so. Hm. Dann hätten wir beide voll verkackt. Gut, aber ich gehe auch stark davon aus, dass wir nicht für Geheimagenten geeignet sind. Davon gehe ich auch aus. Na, man kennt unser Gesicht doch. Vielleicht ist das die perfekte Tarnung. Verstehe. Keiner würde erwarten, dass wir in einem Einsatz da sind. Ja, okay, stimmt eigentlich. Das ist doch nur Aria. Würdest du jemals auf die Idee, einfach auch nur auf den entferntesten Gedanken kommen, dass Will Smith zum Beispiel ein Doppelagent oder Geheimagent oder irgendwie sowas sein könnte? Ja, aber bei YouTube, ja okay, wobei, so random InScope 21 ist so plötzlich so, arbeitet so undercover schon seit Jahren fürs FBI. Für die Sowjetische Union.
Und die gibt's irgendwo noch. Stimmt, aber bin ich nicht. Okay, ich auch nicht. Was ich oft habe im Autopilot ist, wenn ich dusche. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in der Dusche träume ich viel und denk viel nach. Ja. Und kennst du das, dass du plötzlich so bist, habe ich mir schon meinen Körper gewaschen? Bro, ich habe mich erst neulich nochmal einfach geduscht, weil ich einfach so, ich dachte, ich habe einfach vergessen, dass ich schon geduscht habe. Und dann habe ich mich voll abgefuckt, weil als ich beim zweiten Mal dann dabei war, dachte ich so, fuck, ich habe schon, ich war gerade, ist gerade richtig so Duschgelverschwendung. Du warst schon raus? Nein, ich glaube, ich hatte so, du weißt doch, man macht sich so zuerst nass. Ich weiß nicht, wie andere duschen, aber ich mache mich zuerst nass. Okay. Und danach nehme ich so halt Duschgel. Warte, du machst dich zuerst nass und nimmst dann Duschgel? Machst du dich zuerst, bist du auch einer dieser, die so erst so Zähne einfach putzt mit Wasser? Zahnbürste und dann kein Wasser drauf macht? Okay, nein, wollen wir nicht übertreiben. Okay, danke. Nein, aber ich habe eh nur Spaß gemacht. Ich wollte nur sehen, ob du dich enttarnst. Nee, ja, man macht sich natürlich erst den Körper nass, dann macht man Duschgel drauf. Genau. Und danach, wenn du das, je nachdem, ob mit Händen oder mit hier so einem, wie heißt dieses fluffige Ding, was so noch mehr Schaum macht. Ja, weiß ich nicht. Schaummaker. Schaummaker? Heißt das? Schwamm? Das ist kein Schwamm. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Warte, ich google jetzt kurz. So ein Netzgespann. Ich schwöre, Leute zu Hause sind immer wieder, was für Vollidioten. Ich höre den auch noch zu. Lass mich hier von zwei kompletten Dummköpfen weg. Wer ist jetzt hier der Vollidiot? Stimmt eigentlich. Weil du hörst uns zu. Haha. Nee, okay, warte. Einfach Badeschwamm. Okay. Wirklich? Das ist gelogen, weil das kein Schwamm, aber. Hatte Körperpflege. Ja, Badeschwamm. Okay. Echt? Das ist jetzt so ein bisschen enttäuschend. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass es so voll das crazy Wort wird, was. Jedenfalls, wir waren ja eigentlich beim Duschen. Ach ja. Genau. Das heißt, nass und dann kommt so Duschgel, entweder auf so einen Duschschwamm oder deine Hand oder was auch immer jeder benutzen möchte. Mhm. Und dann machst du, was du auch immer vorhast. Und dann wäschst du das alles wieder ab. Ja. Bevor du dich dann abtrocknest, final. Ja. Dann bist du fertig so mit dem Duschen. Ja. Im Allgemeinen jetzt. Und so habe ich das in der Duschschule gelernt. Und ich habe mich halt vor dem Trocknen, also nachdem ich schon alles so noch so den ganzen Schaum abgewaschen habe, habe ich halt vergessen gehabt, dass ich mich schon einschamponiert habe quasi. Dann habe ich das einfach nochmal gemacht von vorne. Ja, genau, das meine ich doch. Ja, das habe ich doch auch. Ach so. Ja. Weil ich habe erzählt, dass ich das gemacht habe und dann meinst du, ja, weißt du, was mir passiert ist? Und dann hast du so das Gleiche gesagt. Okay, sorry. Also quasi, du hast dich einmal eingeduschgelt, hast dich abgespült. Und dann hast du dich nochmal. Ganz genau. Genau, das passiert mir ständig. Das passiert dir ständig? Ja. Okay, mir ist es so ein paar Mal passiert. Also, okay, aber ständig klingt jetzt so. Zweimal. Fuck, jeden Tag. Oh. Mein Duschgel ist immer leer. Nein, ich meinte damit so, aber bestimmt einmal im Monat. Oder zweimal. Das ist ein hoher Duschgelverbrauch, bestimmt. Wenn man ist so in Gedanken vertieft. Ich habe viele meiner Videoideen. Song-Ideen, Ideen. Idee-Ideen. Idee-Ideen habe ich generell unter der Dusche. Das ist auch eins der coolsten Orte, auch um. Ich weiß nicht, es ist generell ein cooler Ort. Es ist so. Meine Dusche. Nein, du kannst so. Du kannst so ein bisschen singen, du kannst tanzen, du kannst nachdenken. Du bist alleine, keiner stört dich. Mhm. Du kannst auch nicht ans Handy. Das gar nichts. Stimmt. Ah, vielleicht deswegen. So ein. Und gleichzeitig gibt es vielleicht so ein hypnotisierenden Geräusch von. So hört sich kein Regen an, aber weißt du, was ich meine? Ja. Und vielleicht gibt es noch einen fruchtigen Duft oder einen erfrischenden vom Duschgel, je nachdem, was für ein Typ man ist. Ja. Und ja, bin froh, dass es Duschen gibt. Ich bin auch froh, dass es Duschen gibt. Okay, Leute, wir haben gerade ein ziemlich interessantes Gespräch geführt, bei dem uns nach 15 Minuten mal wieder aufgefallen ist, dass der Ton nicht lief. Deswegen, ja. Wir sind wieder hier. Wir haben immerhin coole Unterhaltung gehabt. Ja. Aber es ist halt auch immer wieder schön, die Enttäuschung in den Gesichtern zu sehen, wenn wir so. Oh, haben wir nicht aufgenommen? Aber jetzt läuft, oder? Ja, jetzt läuft. Okay, warte. Und wir gucken jetzt die ganze Zeit immer wieder darauf, ob es wirklich läuft. Ach, Mann. Das ist schon Biber Kacke mit seinem. Bro, ich habe ein Video gesehen. Aha. Ich weiß echt nicht, warum Leute Geldtransportfahrer werden. Okay. Das ist schon ein crazy Job. Ja. Und ich habe ein Video gesehen, laut den Kommentaren war das aus Südafrika, wo es halt nochmal definitiv wesentlich heftiger zugeht, als es irgendwie in Deutschland jemals zugehen würde, aber da
fahren halt einfach so zwei Fahrer so in so einen Geldtransporter. Auf einmal werden die umzingelt, also beim Fahren, von einfach so fünf anderen Autos und die werden angeschossen. Oh nein. Und du siehst so auf einmal in diesem Video, wie der Typ, der ist richtig krass auch gefahren. Und es war richtig interessant, gar nicht jetzt so auf irgendwie Katastrophengeilheit oder sowas irgendwie, dass man jetzt irgendwie so, oh, das ist was Schlimmes, so Unfall hingucken. Aber ich fand es mega interessant, dieses Video zu sehen und in deren Gesichtern sehen zu können, wie behaven sie gerade, also wie verhalten sie sich, was könnten sie vielleicht gerade denken, was passiert mit einem Menschen, der in so eine Situation gerät. Und ich war so, Bro, diese beiden Leute, die gucken dem Tod gerade ins Auge. Und der denkt sich gerade jetzt, ride or die. So, ich muss jetzt Gas geben, ich muss jetzt, wenn ich fahre, die Kurven richtig nehmen, sonst sind wir weg. Ja. Weil, wie ich auch gelesen habe, waren die halt auch mit schweren Geschützen bewaffnet, die verfolgt haben. Einer von den beiden sah irgendwie recht gechillt aus, weshalb auch in den Kommentaren die ganze Zeit so stand so, ich traue ihm nicht, ich glaube, der steckt mit denen unter einer Decke. Aber der hatte halt auch eine Waffe und der sah irgendwie recht relaxed aus, aber weiß ich nicht, das war irgendwie was ganz Verrücktes, diesen Fahrer zu sehen. Ja. Wie er gefahren ist, wie er geguckt hat. Das Video hat einfach damit geendet, weil sein Partner hat die ganze Zeit irgendwie seine Waffe, die auch so ein Gewehr war, so zurecht gemacht oder was auch immer. Aha. Und er ist richtig lange gefahren. Am Ende ist er einfach irgendwo und ich glaube so, es ging nicht weiter oder was auch. Ich habe nicht verstanden, aber irgendwann sind die zum Stillstand gekommen und nimmt diese Waffe, tritt die Tür auf und geht einfach so raus. Da hört das Video auf. Echt? Man sieht das nicht, aber der ist einfach so. Der ist einfach da rausgelaufen jetzt so mit der... Kommt her, Motherfuckers. Oh Mann. Keine Ahnung, was danach passiert ist. That's some crazy ass shit. Wo hast du das Video gesehen? Das war auf Instagram. War das eines dieser Videos, wo du erst sensible Inhalte wegklicken musst? Nee. Ah. Es war einfach... Also, weil du hast auch in dem Sinne nichts Sensibles gesehen. Also, ich meine, weil on cam ist nichts passiert. Verstehe. Du hast Angst zum Beispiel gesehen. Und es war halt jetzt auch nicht die typische Angst. Er hat nicht so die ganze Zeit so geguckt. Es war einfach, weiß ich nicht. Wenn man halt selber mal so überlegt, wie würde ich mich verhalten, wenn ich in so einer Situation wäre? Würde ich so in eine Schockstarre geraten? Würde ich so reagieren? In so einer Situation, was passiert for real? Bekommst du Angst? Wirst du konzentriert um dein Leben, weil es gerade so sehr um Leben und Tod geht, dass du Angst hat gerade kein Platz hier. Du bist gerade wirklich fokussiert und gibst... Weil der Bro sah badass aus. Der sah richtig aus, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht, als den Stuntfahrer bei Need for Speed, bei Fast and Furious zu spielen. Ja. Und der sah so richtig so determined aus. Crazy. Ja, keine Ahnung. Ich fand das einfach sehr interessant. Auch wenn ich natürlich für ihn extrem hoffe, dass alles cool gegangen ist. Ja, ja, voll. Das ist ja natürlich gar kein Spaß oder irgendwie sowas. Aber ich fand es trotzdem voll, crazy, das zu sehen. Ich bin auch generell immer wieder davon fasziniert, wenn man in, ich sag mal, bedrohenden Situationen ist, wie du gerade meintest. Da kann man sich ja so und so verhalten. Ja. Ich glaube, ich habe auch schon sowohl den peinlichen als auch den coolen gehabt. Weißt du, was ich meine? Ja. Im Sinne von, ich habe schon mal um mein Leben Angst gehabt und war dann so, oh nein! So, weißt du? Und ich war aber auch schon mal, zum Beispiel eine Angewohnheit, die ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, vielleicht habe ich es auch dir so schon mal erzählt, ist, wenn ich zu Hause alleine bin und ich plötzlich das Gefühl habe, das bestimmt hat das jeder schon mal gehabt, dass jemand im Haus ist. Ja. Man hat was gehört, irgendwie was fällt um oder Sachen liegen plötzlich woanders oder du erinnerst dich vielleicht nicht daran oder keine Ahnung. Du denkst wirklich, okay, es könnte gerade vielleicht wirklich jemand hier im Haus sein. Ich mache es jetzt nicht so aus Spaß. Dann neige ich manchmal dazu, einfach so, ich will nicht sagen, Actionheld zu werden, aber so, ich will mich jetzt gerade auch nicht cool reden. Dann werde ich der coolste Mann der Welt. Nein, aber ich meine so, zum Beispiel, was ich halt oft mache, ist so, ich gehe direkt in meine Küche und so grab das größte Messer und dann so direkt so, weil ich weiß, wenn ich zögere und da ist jemand, könnte es mich mein Leben kosten. Und dann bin ich oft so, ich gehe einfach ins Zimmer, bam, Licht an, ist hier irgendjemand, bam, okay, da ist keiner, weißt du? So, okay, nächstes Zimmer checken. So, und das Schlimme ist, ich habe mir auch vor oft ausgemalt, weil es ist dann so oft Adrenalin und so. Das Schlimme ist, wenn da dann plötzlich jemand ist, ich bin mir nicht sicher, ich glaube tatsächlich... Ah! Nein! Ich glaube tatsächlich, der Amerikaner würde in mir rauskommen. Was ist der Amerikaner? Der Amerikaner, der... Achso, der einfach Leute abschießt. Na, der, wenn du in meinem Haus bist, dann hast du verkackt. Weil,
das klingt gerade voll schlimm, aber das hat auch das, also ich, es kann sein, dass ich vielleicht dann wirklich nicht darauf warten würde, dass er erklärt, was er hier macht. Verstehe. Weil ich zu große Angst davor hätte, dass irgendwas, dass ich in der Zeit, wo ich ihm erklären lasse, der klassische Bösewicht-Fehler. Genau. Dass ich dann so gekillt werde. Aber das ist irgendwie auch voll schlimm, weil stell dir mal vor, das passiert. Stell dir mal vor, jemand bricht, bricht in mein Haus ein. Ich greife ein Messer, ohne zu zögern, find ihn. Er so, oh fuck, bam, ich ersteche ihn einfach. Jetzt habe ich jemanden in meiner Wohnung erstochen. Auch von vorne auch noch so. Da muss ich ja die Polizei rufen. Ja. Dann so. Was? Der war hier drin, so. Ich wollte nach Mehl fragen. Ja. Er wollte nach Mehl fragen. Was macht er in meiner Wohnung? Es war dringend, so. Er hat schon die Pizzasoße gemacht und den ganzen Belag schon so zurechtgeschnitten. Braucht man Mehl nicht für das da drunter? Ja. Achso. Ach, er hat die Soße. Er hat schon die Soße gemacht und die Zutaten geschnitten. Mhm. Und so, ja, scheiße, ich habe keinen Teig. Egal. Ich kletter jetzt von meinem Balkon in das offene Fenster. Das Ding ist, was ich mir bei genau dieser Situation schon des Öfteren gedacht habe, also weil auch ich habe schon ein paar Mal so, habe irgendwelche Sachen gegriffen, also schon mal irgendwie so ein Kristall-Dings, was einfach so da stand. Für mich ist auch in dem Moment alles immer eine Waffe, das ist eigentlich voll schlimm. Dann direkt so, harter Gegenstand, das ist jetzt meine... Ich habe auch schon des Öfteren Sachen gegriffen, was ich mich viel eher frage ist, du kannst ja voll, also es kann ja einfach irgendwer sein. Ja. Irgendwer, mit dem du wohnst. Und ja gut, okay. Mama? Naja, und irgendwer läuft da und du denkst so, und es ist halt so dunkel und du kommst so mit so einem Messer an, so, weißt du, was ich meine? Ja gut, okay. Und so, ich glaube, was ich machen würde, wenn da wirklich, ich habe mir auch schon mal so ein paar Mal Gedanken gemacht, so, ich glaube erstens, das wäre wahrscheinlich mehr reaktiv, als man vielleicht denkt. Hm. Stelle ich mir jetzt gerade vor, bei mir ist noch nie jemand eingebrochen und ich habe die Person noch gesehen, aber... Ich würde halt, glaube ich, diese Person versuchen zu fixieren. Ich würde die Person, glaube ich, so anschreien und direkt, yo, du hast wirklich nur diese eine Sekunde gerade Chance, Hände hoch. Ja. Ich will sehen, was los ist. Und dann würde ich so, und wenn ich merke, so, die Person versucht irgendwie nicht Hände hoch und ey, warte, ist alles cool oder ey, ich gehe wieder oder, deeskalativ einfach zu sein, dann würde ich, glaube ich, Attacke. Ja, das Problem ist, dadurch, dass ich, machen wir gerade Rap-Confession? Ja, das habe ich auch noch nie gemacht, logischerweise. Aber so, Hand aufs Herz, ich bin nicht so stark. Okay? Das heißt, meine einzige Waffe ist die Überraschung. Wenn ich ihm ansage, ich bin hier, was willst du machen? Dann habe ich, glaube ich, verloren. Das, weißt du, was ich meine? Verstehe. Das heißt, ich muss eigentlich zumindest ins Bein oder so und dann so, was machst du hier? Warte mal, sagst du das immer, kündigst du das mit an? Ins Bein! So gleichzeitig. Ja, das hilft meiner Konzentration. So wie bei Austin Powers, immer wenn er jemand schlägt, sagt er so, Judo! Ja, ich sag, Das ist auch sein Vater. Ich sag grundsätzlich immer an, was ich mache, bevor ich es mache. Nein, während ich es mache. Genau, bevor, aber davor was anzusagen, ist ja auch nicht schlau eigentlich, oder? Ja, yeah, also vielleicht mal als so Ablenkung, wenn man es geschickt anstellt. Ja. Aber ja. Also keine Ahnung, einfach nur, ich rede ja auch gerade davon, jemand, der offensichtlich nicht in meiner Wohnung gehört, ja. ist in meiner Wohnung. Und vielleicht auch, keine Ahnung, sagen wir maskiert oder, weiß nicht, vielleicht hat die Person sogar auch eine Waffe oder so. Ja. Ich glaube, ich würde dann nicht, wie kann ich diese Person am besten entwaffnen, sondern ich glaube, ich wäre dann einfach so. Aber das Ding ist halt, auf der anderen Seite, es kommt auch alles so voll auf den Winkel an, von dem du gerade so kommst. Und wo ist diese Person? Ist die upstairs? Ist die downstairs? Ist sie auf gleicher Ebene? Siehst du sie von der Seite? Stellt ihr euch gegenüber? So voll viele Faktoren, die so, glaube ich, voll wichtig sind. Und dann ist halt die Frage, je nachdem, welcher dieser Situation und wie viel du siehst, hat die Person selber vielleicht eine Waffe in der Hand, die du gerade nicht siehst? Und wenn du einfach drauf zurennst, bekommst du es vielleicht selber, also, weißt du, was ich meine? Ja. Bekommst du es sogar vielleicht selber ab, bevor du überhaupt irgendwas machst? Weil du darauf zugerannt bist? Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber in der Regel denke ich, dass jemand, der bei jemandem zu Hause einbricht, in Deutschland zumindest, gehe ich davon aus, dass die nicht daran interessiert sind zu kämpfen, sondern daran interessiert, also der Grund ist natürlich davon abhängig nochmal, warum jemand einbricht. Wenn es wirklich eher so Einbruch ist, so Diebstahl-Einbruch, wenn du keine Feinde hast, wo jemand auf dich aus ist, der so dir was antun möchte,
Aber gut, da ist dann sowieso live or die. Es sind die, glaube ich, oftmals nicht unbedingt bewaffnet. Und ich habe zumindest auch oft in Dokus gesehen, da gibt es halt auch sehr viele Statistiken dazu, wie lange sich ein Räuber an einer Haustür zum Beispiel aufhält, bis er es aufgibt. Also wenn er zum Beispiel irgendwie, das sind wirklich sehr kurze Zeiten, irgendwie so im Durchschnitt, wenn die es in 2 Minuten zum Beispiel, das ist jetzt irgendeine erfundene Zahl, 2 Minuten nicht schafft, die Haustür zu knacken, dann ist er wieder weg. So lange wird er sich nicht da vorne aufhalten und versuchen. Und auch drin sind die nicht sehr lang, je nachdem. Der eine hat vielleicht Infos, okay, die sind im Urlaub, was auch immer, können uns Zeit lassen. Aber generell, so wie ich das auch oft aus sowas mitbekommen habe, sind die eher daran interessiert, schnell zu kommen und schnell zu gehen. Ich glaube, deren Ansatz wäre da auch eher zu flüchten, als jemanden zu attackieren, weil du wolltest es am liebsten unauffällig, bisschen nebenbei Kohle machen und nicht jetzt einen Mordprozess wegen ja, aber 10.000 Euro. Was du halt nicht... 5.000 Euro. Voll. Also das ist halt auch das Ding. Ich habe zum Beispiel, also die Folge wird ja eh demonetarisiert, von daher ist eh vorbei. Neulich irgendwie TikTok gesehen von, dass scheinbar das sogar in Deutschland passiert ist jetzt vor kurzem, dass wie ein Stalker bei jemandem eingebrochen ist. Ich glaube, es war eine Frau und die halt irgendwie 24 Stunden oder noch länger in dieser Wohnung verbracht hat erstmal. Oh, so, ich glaube, unterm Bett. Oh, shit. Und dann erst die Frau gekillt hat. Wow. Also sowas gibt es schon. Ah, sorry, ich... falls ich das falsch rübergebracht habe, ich will nicht sagen, das gibt's nicht. Ja, ja. Ich meinte nur so, was häufiger oder was. Auf jeden. Das Ding ist auch... Also die Gefahr... Am Ende des Tages, ich hatte ja die Situation noch nie, dass ich beim Suchen mit meinem Messer plötzlich jemanden vor mir hatte. Yeah. So zu 100% weiß ich ja im Endeffekt jetzt doch nicht, was ich machen würde. Yeah. Ich habe bloß ein bisschen Angst davor, dass es gut sein könnte, dass ich mir dann so denke, I'm sorry, it's you or me, so was, right? Weil, I'm sorry. Keine Ahnung, ob das eigentlich auch nicht cool so, weil ich bin auch kein Fan von diesem geh runter von meinem Grundstück, sonst knall ich dich ab, so, weiß ich meine, so. Aber, weiß ich nicht, wenn jemand sich die Mühe gemacht hat, in mein Haus einzubrechen. Das heißt, was lernen wir, Leute? Brecht nicht bei mir ein. Brecht erstens nicht bei Jay ein. Zweitens, brecht generell nicht ein. Brecht generell nicht ein. Drittens, überfallt in Südafrika auf gar keinen Fall Geldtransporter, weil das sind sehr geskillte Fahrer. True. Und ich glaube, das waren... Achso, und vergisst euch, vielleicht könnt ihr euch eine Strichliste fürs Duschen machen, dass ihr, wenn ihr geduscht habt, wisst, okay, ich habe nass gemacht, einschamponiert und... Oh Mann, wir haben in dieser Folge so richtig meine ganzen seltsamen Eigenarten. Und somit, ne? Deswegen, das waren 4 gute Tipps zum Ende. Als Abschluss. Aber bin ich verrückt? Bin ich der Einzige, der das macht? Was denn? Strichliste? Nein. In der Dusche? Das könnte man machen an der Scheibe. Ich habe so eine Scheibe daneben. Ich auch, stimmt. Ich könnte das so immer. Aber nee, ich meine, wenn man denkt, dass jemand im Haus ist, seid ihr nicht direkt so, ich greife irgendwas und das ist jetzt meine Waffe? Bro. Straight up. Okay. Also früher häufiger als jetzt, aber ich hatte das definitiv schon ein paar Mal. Ich glaube, ich habe mir als so Jugendlicher mich auch ein paar Mal so vorm Spiegel gestellt und so meine Lines geübt, die ich dann sage. Runter auf den Boden, jetzt! Ja, Mann. Aber am Ende des Tages kauft euch vielleicht einfach sichere Schlösser, habt vielleicht ein bisschen Pfefferspray zu Hause, falls das legal ist, ich weiß es gar nicht. Pfefferspray zu Hause ist doch voll gefährlich, oder? Wenn du es jemandem ansprühst. Aber ist auch gut zum Würzen. Bezweifle ich. Mhm. Ja, das kann sein. Wir haben schon 4 gute Tipps gegeben. Ja, Entschuldigung. Geben. Leute, genau. Falls ihr auch immer nach dem Messer greift, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Oder abonniert ihn einfach, wenn er euch gefällt. Genau, entweder auf YouTube oder auf den Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts und so weiter. Folgt uns auch gerne auf Social Media @jsamuels, @arielli. Und ansonsten würden wir sagen, haut ihr Reason. Peace and good night, San Francisco.